Ja, ein Schulkollege hat erzählt, sein Grossvater sei Förster gewesen und deshalb hat er sein Leben lang zu Mittag allgerade so einen kalten Servala und einen Stock Brot gegessen und sei dann rum mit 95 am Magenkrebs. Da mit dem Astronaut hat er dann auch eben verworfen. Vor allem, weil ich gemerkt habe, hoppla. Ja, du hast doch Höhenangst, du Sauchalb, du. Und sowieso habe ich gesehen, wenn es dir schon ab dem Autofahren kötzelig wird. Ja, dann musst du sicher nicht in so eine Kaibaragete hocken, oder? Nur die ganze Nase verkotzen, oder was? Ja, und die machen dann noch andere Ring da oben diese Baragete, gell? Und da oben hat es jetzt nur noch mal keine Mittellinie, wo du dich drauf könntest konzentrieren. Also ist mehr eine andere realistische Weise, der Bea ist mehr noch der Archäologe geblieben. Das hat mich all fasziniert. Das Abenteuerliche und Historische. Weißt, Archäologie. Da habe ich mir auch unheimlich romantisch vorgestellt, mit mir so ein Schüffeli und Beseli. Ich nehme Dreck hin, umeinander nüdeln, gell? Und zum Beispiel im Kolosseum zu Rom an, irgendeben so ein Eckzahn aus der Zeit der Christenverfolgung. Ja, hoch emotionale Moment für mich. Ja, ich hatte in Rom auch schon als Primarschüler Probegrabungen im Gatossen gemacht. Im Margritli-Beb von der Mutter. Aber mit zweifelhaftem Erfolg. Ich habe zwar tatsächlich einmal so ein prähistorischen Gummihähnchen aus den 70er Jahren gefunden. Aber dafür sind dann auch alle Margritli abverrückt. Jetzt habe ich auch diesen Berufswunsch dann begraben müssen. Die Faszination für die Archäologie, ja, ist natürlich bis heute ungebrochen. Das interessiert mich einfach, was aus einer bestimmten Epoche übrig bleibt, wenn ein bisschen Zeit vergeht. Wenn wir nehmen doch zum Beispiel ein Wunder, wann ein Archäologe noch finden, wenn ich sagen wir, in 10'000 Jahren bei uns im Appenzellerland graben will. Ein hochinteressanter Gedanke. Ja, nehmen wir einmal an, nächste Woche gibt es das Gonten oben, Gonten kennen da hier oberhalb von Appenzeller, Richtung Urnisch, Händeri, ja, kleines Dörfchen. Nehmen wir einmal an, nächste Woche gibt es das Gonten oben, eine Naturkatastrophe. Weil? Ein Vulkanausbruch. Im Umkreis von ein paar Kilometern wäre alles Meter dick mit Asche, zwei dickt, das Rote Kreuz wäre gerade wieder einmal im Libanon am helfen. Sau blöd gelaufen, weil? Mit der Zeit wie auf dem fruchtbaren Boden Gras über seine Rode wachsen und nach ein paar Jahrhunderten hätten wir wieder einen Urwald, einen Dschungel. Ja? Rundum, in den angrenzenden Kantonen, hat man doch keine Ahnung mehr von der Landsgemeinde und vom frühen Englisch. Ja, man weiß doch nichts mehr von der tiefen Steuern- und Krankenkassenprämie. Nichts. Und die Wundertaten vom heiligen St. Carlo, gell, vom Schmiedli, die wären etwa gleich wichtig wie die Gallensteine von Wilhelm Tell, nicht wahr? Ich habe mich gefragt, was könnte man also nach so vielen Jahren bei uns überhaupt noch finden? Oder anders gefragt, was für ein Spinnen von einem Archäologen kam überhaupt auf die Idee, um genau bei uns irgendetwas zu suchen? Also wir brauchen einen recht fanatischen Hurensautatsch. Ist nicht wahr? Da bin ich, meine, sind wir ehrlich, Hals vermodert. Metall verrostet. Von den Hausmauern wäre doch dann auch nichts mehr übrig. Bei dieser nützigen, hohen Fettigbauweise, die wir heute haben. Das Einzige, was wir mit viel Glück noch empfinden können, wäre ein bisschen Plastik und ein bisschen Glas. Stellen wir uns das einmal vor. Irgendwann in ferner Zukunft wandert ein Archäolog absolut zufälligerweise durch den Urwald beim Sentisgebiet. Es ist schönes Wetter,
angenehme Temperaturen. Ja? Die Vögel zwitschern. Die Affen hängeln sich von Baum zu Baum. Der Archäologe macht ein Picknick. Nach dem Picknick sucht er sich hinter einem Baum ein lauschiges Plätzchen, um seine Notdurft zu verrichten. Er hockt am Boden ab. Und wo er so ruhig und entspannt da hockt, ist das ein Säckersacker. Mint ist das, mir bist wunderbar. Stecht ihm das Mal neben sein Auge, wo aus dem Waldboden rausgüchselt. Er grabt sorgfältig aus, nimmt es ganz vorsichtig in die Hand und schaut es lang an. Es ist ein rotes, dreieckiges Ding, das glinzelt, wenn man es in die Sonne hebt, und er weiss nicht, was es ist. Meine, wie soll er auch wissen, dass das der Rückstrahl ist vom Rapid? Auf die Idee kommt er nicht. Wissen alle hier innen, wann der Rapid ist? Oder haben wir noch Auswärtige da? Also ganz kurz erklärt, ein Rapid, da ist so ein landwirtschaftliches Fahrzeug mit einer Achse und kostet etwa 1,5 Millionen. In unmittelbarer Nähe von dem Plastikrückstrahlen grabt der Archäologe ein bisschen später den noch neben aus dem Glas, neben typisches für den heutigen Arbeitsalltag, sagen wir zum Beispiel ein Bierhumpe. Und jetzt kommt die Interpretation, meine Damen und Herren. Was würde ein Archäologe aus diesem Artefakt ausschliessen? Und wichtig ist da noch zu sagen, dass wenn ein Archäologe nicht weiss, was er gefunden hat, dass es vielfach in einen religiösen Zusammenhang hineinbringt. Der Archäologe hat jetzt also den dreieckigen Plastikrückstrahler vom Rapid in der Hand, wo übrigens hinten dran und drauf steht Swiss Made, und denkt lang und scharf nach. Was ist das? Am Himmelsgottes Willen, was könnte denn das jetzt also? Swiss Made, hä? Swiss Made. Und dann kommt er plötzlich zu einem verblüffenden, aber logischen Schluss. Da muss irgendwann einmal in der Vergangenheit ein Volk gelebt haben, wo an Dreifaltigkeit gelobt hat. Und die Liturgie, also die Messe, ist auf Englisch abgehalten worden. Swiss Made wird frei übersetzt als Beweis für einen Gottesstaat deutet. Hier wurde die Schweiz gemacht. Und sag vom Rütli und die Frage, wer der im 1. August eine Rede halten soll, war somit hinfällig. Aufschluss über die Nehmen von dieser drei Gottheiten gäbe dann noch den Kelch, also den Bierhumpen vom Jassverein Händenhasle, wo drauf steht, Stöck, Stich, Weiss. Aber wir wissen es natürlich alle, liebe Gäste hier im Rösslitz Mogelsbeck, wir wissen es, dass die Interpretation, also schlüssig, dass sie auch heim mag, völlig unwissenschaftlich und absolut daneben ist. Es könnte nämlich auch ganz anders gesehen sein. Ein Bauer, der seinen Subaru im Service hatte, musste mit dem Rabbit als obligatorisch schiessen. Dann hat er die maximale Punktzahl erreicht und als Preis einen Bierhumpen vom Jassverein Händenhasle gewonnen, wo das Catering für den Anlass gemacht hat. Auf dem Heimweg ist er dann tragischerweise von dem Vulkanausbruch zu Gonten oben zusammengeschmiert worden und so in die Geschichte eingegangen. So simpel und banal kann Geschichte sein. Fragt sich jetzt aber gleich, ob nicht die religiöse Variante schleuen wäre. Touristisch auf alle Fälle.
Weil, sind wir ehrlich, so ein Wallfahrtsort rendiert sicher besser als irgendein Grab von einem besoffenen Schützenkönig.